Ja, hallo zusammen. Ich begrüße euch mal wieder zu einer neuen Folge von HTX Weekly oder Express LS Weekly oder Fröhliches Basteln Weekly. Worum soll es heute gehen? Ihr seht das Setup hier. Das will ich mal ganz kurz erklären, was da so alles zu sehen ist. Natürlich die Radio Master, das ist klar, die brauchen wir gleich noch. Dann haben wir hier einen Express-LRS-Empfänger, den Radio Master ER4. Das ist ein hübsches kleines Ding. Das ist ein PWM-Empfänger, hat 4 Ausgänge. 1, 2, 3, 4. Was seht ihr noch? Hier ist so ein BEC sozusagen. Also das ist ein ganz normaler Step-Down-Regler. Der ist jetzt so auf irgendwo zwischen 5 und 6 Volt eingestellt. Und das geht jetzt hier in den Empfänger hinein. Genau, und an dem Empfänger sind noch zwei andere Servokabel angeschlossen. Einmal an Ausgang 2 und einmal an Ausgang 3. Das ist 3 und hier auf der anderen Seite haben wir 2. Die Beschriftung ist so klein, die kann man jetzt wahrscheinlich im Video nicht sehen. Und diese beiden Servokabel, gehen dann hier an dieses Ding und das ist mein Bürstenmotorsteller. Hier seht ihr einen Bürstenmotor und dieser Bürstenmotorsteller, das ist ja ein Projekt von mir. Das musste jetzt mal wieder aus der Versenkung hervorgekramt werden, weil ich lange nichts dran gemacht habe. Der kann alles Mögliche messen, auch über den Motor, unter anderem auch die Drehzahl von dem Motor. Und zwar ohne, dass wir einen zusätzlichen Sensor an dem Motor haben. Das geht also allein über die normalen Zuleitungskabel. Ja, an diesem kleinen Motor ist auch schon oben eine Wellenkupplung dran. Das ist also jetzt fertig für den Einbau in meinen kleinen Kutter. Das ist hier ein TS38 Motor. Das ist, der Motor hat 38 mm Durchmesser. Das ist also dasselbe wie so ein 550er, für die 550er Mabuchi Klasse in etwa. Genau, ich habe jetzt einfach mal den kleinen Motor genommen. Der passt nämlich hier schön in dieses Loch hinein. Und in den anderen Videos hatte ich den etwas größeren genommen, den TS60, was genauso gut funktionieren würde, aber jetzt ist es mal der kleine Motor hier in dem Video. Was wollte ich sagen? Jetzt habe ich es gerade vergessen. Jetzt würde ich sagen, wir schalten das Ganze erstmal ein. Zunächst mal den Sender hier. Achso, die Kaffeetasse habe ich vergessen. Die ist natürlich auch mit dabei. Solange der Sender bootet, kann ich ja mal ein Schlückchen Kaffee nehmen. Okay, der Sender ist hochgefahren. Ich habe hier ein Telemetrie-Screen. Da sieht man jetzt nicht viel, weil natürlich der Empfänger aus ist und die Telemetrie ist hier ausgegraut. Wie rum muss ich den legen, damit man die LED sieht? Ich glaube so rum. Ja. Okay, so, jetzt habe ich glaube ich keinen Kurzschluss produziert. Und jetzt kann es eigentlich losgehen. Ich schalte einfach mal den Empfänger und beziehungsweise die Stromversorgung auch für den Steller ein. Der Steller hat keinen BEC. Das finde ich immer ein bisschen unpraktisch mit dem BEC bei den Stellern. Der hat zwar natürlich eine Stromversorgung drauf. Er wird mit 24 Volt betrieben. Das ist meine Standard-Stromversorgungsspannung für alle meine Dinge. Und das kommt jetzt aber von einem Netzteil. Das ist jetzt nicht im Bild, geht aber hier weg. Also los geht's. Schalten wir das mal ein. Der Empfänger blinkt noch. Ah, jetzt hat er aufgehört zu blinken. Ist also ganz normal gebunden. Die Telemetrie ist auch da. Und der Steller blinkt also auch langsam vor sich hin. Das bedeutet, er empfängt ein Signal. Genau. Dann wird hier die Telemetrie angezeigt bei der Radio Master. So. Wir haben also hier die Spannung, die Beschriftung, die habe ich nicht geändert, das steht RXBT. Da sehen wir also 24,7 Volt. Und das vielleicht nochmal ganz kurz zur Erläuterung. Wir haben also hier an dem kleinen Empfänger, den habe ich so eingestellt, das kann man machen, das ist überhaupt nicht, dazu ist nichts Besonderes notwendig. Da geht man auf die Webpage von dem Empfänger, wenn er denn
im nicht gebundenen Zustand sein lokales Netzwerk produziert und ändert an den PWM-Ausgängen die Bedeutung oder die Zuordnung der Ausgänge, dass dort nämlich kein PWM-Servosignal entsteht, sondern dass wir dort Crossfire haben. Ja, Crossfire ist bidirektional. Wir brauchen also ein Sendesignal, ein TX-Signal und ein Empfangssignal, ein RX-Signal. Und das eine ist jetzt, wenn ich mich nicht ganz täusche, ist das TX am Pin 2 und das RX am Ausgang Nummer 3. Und das geht jetzt hier zu dem Steller. Und der versteht halt Crossfire. Das ist jetzt vielleicht so ein bisschen auch die Besonderheit, neben der Tatsache, dass er eben auch die Motordrehzahl messen kann, ohne einen zusätzlichen Sensor. Natürlich kann er auch, wie wir hier sehen, den Strom messen. Quatsch, Strom. Blödsinn, die Spannung messen und den Strom, die Temperatur, wobei das ist im Moment die Temperatur von dem Steller selbst. Das ist also nicht die Motortemperatur, da arbeite ich noch dran, dass das auch ohne zusätzlichen Sensor geht, aber das funktioniert momentan nicht zuverlässig. Deswegen ist das hier die eine Temperatur, die übertragen wird, ist die Temperatur vom Steller, aber das ist vielleicht ja auch ganz interessant. Und das ist also die interne Temperatur des Chips. Insofern erscheint das vielleicht ein bisschen hoch, aber das ist eigentlich ganz normal, obwohl jetzt hier in dem Raum sicherlich nicht übermäßige Hitze herrscht. Und die Drehzahl. Okay, das Ganze ist jetzt momentan auf Kanal 0. Der ist hier ganz zurück. Ich habe das immer so, dass man also hier den ganzen Servoweg für eine Richtung hat und für andere Richtung muss man hier das kleine Knöpfchen drücken, dann dreht er in die andere Richtung. Okay, man sieht also hier schon was. Der geht also jetzt bis 4973 Umdrehungen. 0,1 Ampere, also 100 Milliampere. Ich nehme ein bisschen Abbremse. Sieht man auch, dass das entsprechend runtergeht. Okay, soweit so gut. Scheint also zu funktionieren. Das Video könnte ich jetzt hier beenden. Ich will aber noch so ein paar Besonderheiten zeigen. Und zwar Besonderheit Nummer 1, weil es ja über Express LRS geht, hat man natürlich auch die Möglichkeit, dass dieser Steller hier in dem Sender ein Menü produziert. Das wird halt auch über Funk übertragen. Das kennt ihr alle von euren Express LRS-Receivern und wir schauen uns das jetzt mal an, indem wir das Express LRS-Skript starten. Jetzt sehen wir hier das Menü vom Sendemodul. Kennen die Leute, die sich mit Express LRS beschäftigt haben, kennen das schon. Wir gehen auf Other Devices und da sehen wir jetzt meinen Steller, der dort angeschlossen ist. Ich gehe noch mal einmal kurz raus, mache noch mal ein Update von dem ganzen Kram, gehe noch mal auf Other Devices und dann ist jetzt auch dort das Menü von dem Empfänger da. Das hat mir nämlich gerade gefehlt. Die beiden müssen da sein. Man kann jetzt also sich die Empfängerkonfiguration angucken und die von dem Steller. Gut, wir interessieren uns für das Menü von dem Steller und da kommt's. Ja, das ist vielleicht eine ganze Menge auf einmal. Neben der Anzeige der Softwareversion sind hier so ein paar Dinge, die man beachten muss. Also zunächst einmal gehen wir mal ganz nach unten. Da steht Resistance, also der Widerstand von dem Motor, 1000 Milliohm, 1 Ohm. Das ist sicherlich falsch, weil dieser Motor ungefähr einen Widerstand hat so von 7 Ohm. Das ist nämlich hier die Standardeinstellung, wenn noch nichts gemacht ist an dem Steller. Wir sehen auch hier die Einstellung, dass die Induktivität des Motors 1 Mikrohenry sei und die Motorkonstante 111 Umdrehungen pro Volt. Das stimmt aber auch nicht. Wenn man das mit 24 Volt multipliziert, kommt man nicht auf 5000 Umdrehungen, was er nämlich können soll. Für steht 5000. Das sind also hier die Standardeinstellungen. Und das Erste, was man machen muss, man muss den Steller, den Motor vermessen lassen. Das macht der Steller automatisch. Dazu muss man aber diesen Kalibrierungsschritt starten. Und das haben wir hier
in dem Menü, da steht Calibrate. Und das machen wir jetzt einfach mal. Dann dauert das einen kleinen Moment. Der Steller blinkt. Wir bekommen das Wartemenü auf der TX16, bis das vorbei ist. Das dauert jetzt einen kleinen Moment. So, jetzt ist das vorbei. Der Steller sollte wieder normal blinken. Das tut er auch. Und dieses Menü, muss ich sagen, das hat sich jetzt nicht automatisch geupdatet. Der Text hat sich hier nicht geändert, obwohl die Werte gelernt sind. Kleiner Nachteil. Müssen wir noch gucken, wie wir das besser hinkriegen. Ich gehe jetzt hier noch einmal raus und gehe noch einmal in das Menü von meinem Steller rein. Und dann sieht man also auch die korrekten Werte hier. Wir haben jetzt einen gemessenen Widerstand von 7,2 Ohm ungefähr, eine Induktivität von 3,8 mH und eine Motorkonstante von 191 Umdrehungen pro Minute pro Volt. Das ist ungefähr das, was ich jetzt erwartet habe. Das scheint zu stimmen. Hier oben sind noch eine ganze Menge andere Sachen, die man einstellen kann. Der Steller kann jetzt schon die Umdrehungen messen des Motors. Allerdings sind das immer die elektrischen Umdrehungen, die er messen kann. Das sind nicht zwingend die mechanischen Umdrehungen. Das ist beim Brushless-Steller genauso. Auch beim Brushless-Steller muss man wissen, wie viele Polpaare der Motor hat. Ich nehme jetzt einfach mal diesen Motor, weil man da so schön reingucken kann. Man sieht hier die Wicklungspakete und man sieht am Außen die Magnete. Und dieser Motor hat 22 Polpaare. Man kann das auch merken, wenn man ihn so leicht dreht, dann rastet das immer ein. Und wenn man das jetzt zählen würde über eine Umdrehung, dann würde man hier bis 22 zählen. Und das ist bei einem mechanisch kommutierten Motor genauso. Der hier hat 9 Polpaare. Auch das kann man versuchen, hier so ein bisschen. Bei dem ist das schwierig, weil der nicht so stark rastet. Aber man kann es versuchen, dann kommt man auf 9 Polpaare. Oder man guckt halt im Datenblatt des Motors nach. Das ist dann einfacher. Und trägt diese Zahl hier ein. Man kann das natürlich auch experimentell bestimmen, wenn man jetzt keine Informationen hat. Bei manchen Motoren kann man allerdings auch reinschauen. Ich habe hier jetzt mal diesen dicken. Da sieht man also drin, wie der Kollektor da unterteilt ist. Und das kann man natürlich auch so zählen. Aber irgendwie muss man zu dieser Information kommen. Und dann können die elektrischen Umdrehungen auch in mechanische Umdrehungen umgerechnet werden, sodass die Anzeige dann stimmt. Ja, hier sind noch so ein paar andere Angaben wie Cut-off-Frequency, das Verhältnis von Abtastfrequenz zu Cut-off-Frequency und das Verhältnis von PWM-Frequenz zur Sample-Frequenz und auch die Trägheit. Ja, und letztendlich kommt man hier zu einer PWM-Frequenz von 24 kHz. Und man kann eine maximale mechanische Drehzahl von 6600 Umdrehungen messen. Da kommt dieser Motor eh nicht dran. Wenn er mit 24 Volt betrieben wird, dreht er maximal 5000 Umdrehungen. Okay, das Ganze ist jetzt also hier vermessen worden und wir können es auch wieder ausprobieren. Die Drehzahl geht also bis 4973. Genau, also das sind ungefähr 5000 Umdrehungen. Das scheint zu stimmen. Genau, der Motor ist so leise. Ich weiß gar nicht, ob man das in dem Video hört. Das muss ich mir nachher mal anhören. Deswegen nehme ich ihn jetzt einfach mal hier in die Hand. Dann sieht man, dass er rotiert oder auch in die andere Richtung. Die Anzeige der Drehzahl ist vielleicht ein bisschen träge.
Das liegt an dem Messprinzip. Es ist also immer ungefähr eine halbe Sekunde Verzögerung. Und wir stellen also fest, dass der Motor hier schön schnell dem Gasknüppelweg folgt. Wir hatten da noch eine andere Einstellung in dem Express-LRS-Skript. Das soll jetzt nicht unerwähnt bleiben, obwohl das jetzt eigentlich nur eine Spielerei ist. Ich gehe da noch mal rein. Genau, und das ist hier dieses Inertia oder Trägheit. Die steht jetzt auf 1. Man kann die bis 9 hochdrehen. Das mache ich jetzt einfach mal. Und jetzt fühlt es sich also so ein bisschen an wie so ein trägerer Motor, wenn ich jetzt ganz plötzlich das Gas auf 0 setze, dann rotiert oder der Motor düdelt so ein bisschen aus. Auch bei der Beschleunigung ist das. Genau, das kann man machen. Das ist durchaus nicht nur eine Spielerei, sondern das hat auch für die größeren Motoren eine Bedeutung. Denn wenn man die sehr schnell abschaltet, dann kommt es zu einem sehr starken Rückspeisestrom des Stellers in die Stromversorgung. Aus diesem Grund ist schon hier der dicke Elko dran, aber bei so einem kräftigen Motor wirkt das nicht unbedingt. Und mein Labornetzteil, an dem ich das hier angeschlossen habe, das nimmt mir immer das ein bisschen übel. Wenn der Steller zu viel Strom zurückspeist, dann steigt die Spannung auch sehr stark an und das Labornetzteil geht dann in einen Fehlerzustand. Damit habe ich schon BECs kaputt gemacht, dass die Spannung dann teilweise über 50 Volt anstieg, wenn der Motor hier ins Bremsen kam. Bei einem Akku passiert das natürlich nicht. Der wird einfach dann nur aufgeladen. Gut, aber da ich jetzt keinen Akku habe, sondern das Labornetzteil, ist das von Vorteil und ist eine hübsche Spielerei. Genau, diesen Steller, den habe ich einmal in dieser Version, so wie er da liegt. Der kann so ungefähr bis 8 Ampere ab. Ich habe allerdings eine etwas größere Version, die sieht dann so aus. Da sind also kräftigere MOSFETs drauf und der ist so als Sandwich gebaut. Hier ist der noch, sind die beiden Platinen relativ weit auseinander. Man kann die aber so pressaufeinander montieren. Dann merkt man das eigentlich gar nicht mehr, dass der aus zwei Platinen besteht. Dieser Steller kann auch natürlich bis 36 Volt, wie dieser Stelle auch. Der kann, wie gesagt, so ungefähr 8 Ampere im Dauerbetrieb ab, was dieser Motor natürlich niemals schafft. Das ist ein 24 Watt Motor mit maximal 1 Ampere bei 24 Volt. Dieser kann dann 50 Ampere bei 36 Volt. Und ja, was also noch fehlt, ist die Anpassung der Software, die ich jetzt drauf habe, auf diese größere Variante, was aber eigentlich nur noch eine Fleißarbeit ist, weil das Ganze soweit funktioniert. Und ja, was gibt's? Achso, ja, die anderen Einstellungen hier in dem Menü, die muss man nicht unbedingt ändern. Es ist also für die meisten Motoren geeignet. Allerdings, wenn man einen Motor hat, der sehr viel schneller dreht, dann muss man hier schon etwas ändern. Also man sieht ja auch Max RPM hier bis 6600. Dann muss man eventuell hier die Cut-off Frequency ein bisschen erhöhen. Die steht jetzt auf 10. 10 mal 100 sind also 1000 Hertz. Man kann das erhöhen und dann erhöht sich also auch die maximale Drehzahl, die man dort misst. Ich gehe mal hier auf 12, das heißt 1200 Hertz. Und dann wären wir bei 8000 Umdrehungen und das reicht vielleicht immer noch nicht. Vielleicht hat man einen Motor, der mit 10.000 Umdrehungen dreht und dann kommt man hier allerdings auf eine höhere PWM-Frequenz. Dann muss man hier vielleicht auch noch dieses Verhältnis runterdrehen, vielleicht auf 3. Genau, oder auf 2, dann ist man wieder bei einer niedrigeren PWM-Frequenz und 18 Kilohertz ist hoch genug, das hört man also nicht.
Eventuell kann man aber auch hier noch dieses Verhältnis wieder ändern. Und dann hat man wieder so einigermaßen vernünftige Werte. Okay, ich gehe jetzt mal hier wieder zurück auf die ursprüngliche Einstellung. Da fällt mir gerade ein Fehler auf. Hier unten bleibt die letzte 0 stehen. Das muss ich noch ändern. Das ist natürlich Quatsch. Bin mir jetzt nicht sicher, ob das ein Fehler von dem Express-LRS-Skript ist oder von mir. Das kriegen wir aber schnell raus. Ja, das ist der Fehler liegt hier bei mir, dass die letzte 0 da nicht gelöscht wird. Das muss ich noch ändern. Muss ich mir gleich mal merken. Genau. Wenn man natürlich einen Motor hat, der sehr viel schneller dreht, dann wird er wahrscheinlich auch nicht 9 Polpaare haben, sondern vielleicht 7 oder 5. Das muss man dann entsprechend hier einstellen. Genau. Ja, das war, glaube ich, alles, was ich dazu zu erzählen habe. Die Fertigungs-, also das Schaltbild und die Platine. Die findet ihr auf meiner GitHub-Seite. Und ja, wenn ich die letzten Fehler jetzt hier beseitigt habe in der Software oder die letzten bekannten Fehler, sind wahrscheinlich noch viel, viel mehr drin, beseitigt habe, dann gibt es auch die Software auf dem GitHub-Repository. Genau, das war es erstmal von dieser Seite. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Bei Fragen einfach fragen und dann bis zum nächsten Mal.